Hi Leute, willkommen bei Teasy. Schubisch. Und wir kommen heute zu einem Retro Draft Battle. Wir hatten das letzte Mal FIFA 20, FIFA 21, Freunde. FIFA 22 fehlt noch. Ihr seht es hier im Hintergrund. Da ist unser altes Team immer überlegt. Das ist jetzt gerade mal ein FIFA her. Und die Karten sehen aus wie von 1965. Findest du? Ich finde, es sieht alt aus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, da geht sogar eigentlich mittlerweile. Und die Icons, es sieht irgendwie so, wenn man jetzt so diese Shapeshifter-Icons gewohnt ist. So, ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht komisch aus. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Also ich finde eigentlich, dass das Design echt noch geht, dass es echt noch fit ist. Wir sind halt in der englischen Version drin. Das war, glaube ich, bei der Version ganz schwer mit dem Runterladen immer. Ja, aber der Verein ist auf jeden Fall noch gut gefüllt. Ne? Ja, da ist noch gut was da. Also Gaucho ist noch am Start. Modest mit seinem Batschkäppchen. Andrich habe ich auch schon gesehen, war auch noch auf der Bank, der Ehrenmann. Der sitzt dort unten, ja. Flashback-Karten, Maradona gab es da noch. Die Nominees sehen auch ungefähr genau noch gleich aus, finde ich. Maradona, stimmt. Ja, diese Versus-Spieler da, ne? Ja. Simon gab es hier auch. Digga, der Verein ist ja randvoll hier noch, ne? Gut, alles untrade halt. Neymar, Flashback. Alles untrade. Sieht noch schmackhaft aus, der Laden. Boah, war der hier nicht so gut, dieser Chiellini? Doch, Chiellini war krass. Der war, glaube ich, echt stark. Und kein Senator haben wir da noch. Endo, die Maschine in Rot. Digga, der Verein ist krank, ja. Guck mal hier, Andrich. 76, der Mann. Noch ein Willi, das ist eigentlich immer unsere alte Bank. Ne? Ja, ja. Und Schmidt die Nador. Da sitzen sie noch, die Legenden. Und den Mann, er hat mir gezogen, First Owner. Ja, der war krass. Ja, Freunde, wir machen auf jeden Fall heute wieder Best Draft Battle. Wir haben wieder Rad der Hölle am Start. Ich muss mal hier ein bisschen hell machen. Gleich mal rein. Wir haben die Software drauf, diesmal neu. Wir haben wieder die scharfen Bohnen, der Luftballon ist da, die Soße ist da, wir haben Klowasser da. Ja, genau, wir haben so ein paar Sachen drauf. Waxing haben wir mal runtergekratzt. Deine Haare sind ja aktuell gut abgewaxt. Beide sind gut gewaxt. Ich bin das Radar gekommen. Wir machen Differenzwitter. Ja? Ja. Und ich würde sagen, wir labern ja gerade lang rum. Das ist blau, an die Bohnen. Ja, die scharfen Böhnchen, die sind doch mal gut. Wir müssen wahrscheinlich, wir gehen in den Einzeldraft, oder? Guck mal, vielleicht geht's, oder? Denkst du, die gehen nicht? Geht keiner mehr rein. Nee, brecht es ab, komm, wir gehen gleich mal rein. Guck mal, was der Rekord war hier. Ah, genau. Wir gehen mal auf, wir hatten hier viele Drafts gebaut, weil hier war ja noch geil, die ganzen Best-Drafts zu bauen. 194 war hier der Beste. Und ich weiß, es war noch aus den Zeiten, wo es nur Icons gespuckt hat. War das aber, besitzen alle Teile bei unserem Bester 194, oder? Ja, ich glaube, mehr haben wir nie gepackt. So, wir müssen auf Singleplayer-Draft. Wie sieht denn der hier aus? Oh, das ist noch ein bisschen besser, ne? Ja, ein paar Kavenzmänner sind da drin. 99er Messi. Ja, brechen wir ab. Dann würde ich sagen, wüsstest du noch was in FIFA 22? Was war da? OP, wie hat man da Tore geschossen? Ich weiß es einfach. War da Time-Finish? Waren da Flanken da? Einfach ganz normale Schüsse. Weißt du, die Backflanken auch? Ah, Umut-Pass war da. Der Umut-Pass, genau. Der war da. In die Spitze. So, ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Komm, ich fange an. Ich schläge vor, ich bleib der Statistik treu. Wir gehen mit Münzen rein. Ja, 4 sogar 1 muss genommen werden. Ja, ne? Und ich glaube, die ist ja hier sogar gut. Das war sogar die Prime-Aufstellung. Die war 4-2-3-1, da ist er auch. Da haben wir sie. Okay, dann nehme ich sie direkt. Dann können wir gleich gucken, ob sie gut war oder ob sie nicht gut war. Aha, mit dem Ole beginnt. Ja, nehme ich direkt mit, das passt ja. Das funktioniert. Da kamen als die Icons. Ja, da kamen als die Icons. Wie waren das hier? Haben die da auch? Ja, die haben gelinkt auf jeden Fall. Dann nehme ich den doch gleich mal mit. Mhm, Oskar Wendler ist am Start. Ein Junge Jungberg. Aus der MLS. Ja, okay, das waren Captains. Nehme ich gleich auch mit. Gibt es eine komplette Hero-Draft? Ja, oder? Gut, ja, nehme ich mit. Sieht so aus, ne? Nehme ich mit rein. Aber ich glaube es... Oh ja, ich glaube die... Shapeshifter. Ich glaube die schiebt, ne? So, okay, ist halt, ja, perfekt. Aber den muss ich ja schon mitnehmen. Ja, nehme ich mit, kriege ich irgendwie umgebaut, das Projekt. Ich glaube die Aufstellung schiebt. Kriege ich irgendwie umgebaut. Klar, brauche ich nicht überlegen. Icons waren da Icon gemacht. Icon ist es. Weil die waren ja sogar so besser, wenn du sogar so... Ah, ne, hat hier nichts gebracht. Okay, ich dachte. Okay, wegen ZOM und Position. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Roussillon, 99 Tempo. Was war denn das für eine Karte? Wow. Kann ich gar nicht mehr Foot innen. Fantasy war das, glaube ich. Ah, ja. Komm, aber den lasse ich liegen und nehme hier einen Cancelo mit. Schau, Cancel wird hier reingepackt. Ja. Oh, perfekt. Nehmen wir doch Ruben Dias hier mit rein. Miese Hase, das sieht echt schon gut aus. Ich glaube, die 4-2-1 ist es, ne? Die Icon muss man ganz klar auch mit reinpacken. Ich glaube, die 4-2-1 ist es. Sieht auch spitze aus und dann kann ich mir eigentlich... Trend. Das wird sogar, sage ich, ein neuer Rekord. Ein Drendinator hier reinmachen und wahrscheinlich... Nee, das bringt gerade noch nicht mehr. Aber wir gehen mal hier weiter rein. Was haben wir hier an Goalie? Nehmen wir hier den hier sogar noch mit. Wir haben ja sogar schon 100er Chemie, ne? Das und ist ja 193, das hat gelangt. Das ist ja ein Traum. Jetzt dürfen sie nur hier nicht nachlassen. Ich glaube... Oh, sehr schön, sehr schön. Krieg ich den irgendwo da rein? Ja, da passt also er auch kurz schon. Noch ein 98er rein. Digga, das ist ja... Das ist ja wunderschön hier. Die Messe ist schon wieder gelesen, ne? Das ist ja wunderschön. Jetzt gehen wir nur noch auf Rating.
Aber ich weiß, dass am Ende auch gern mal nachgelassen wurde, wenn du schon so eine krasse Bank hattest. Okay. Perfekt. Pack ich den da reinpacken? Pack ich mir hier ein bisschen auch noch die Chemie voll. Digga, das ist ja geisteskrank. Ja, nimm mal den 91er hier mit. 194. Digga, das wäre ja wunderbar. Alter. In Jürgen? 92er Jürgen auch noch am Start. In Jürgen rein? Wahrscheinlich bringt die Jürgen. Bringt hier Minus. Okay, gut, wir machen mal weiter. Ist das krank? Hä, Digga, die hören ja gar nicht auf. Das ist ja wunderschön. Pack ich mir auch damit rein. Hätte sogar wahrscheinlich vorne noch einen Lakaka reinmachen können. Komm, Harid für Broski wird auch noch eingepackt. Aber auf jeden Fall gutes Drückmaterial. Gut, ja, jetzt hören sie hier auf. Alles in Ordnung. Ein Emil noch. Es fällt auf die 92. Jonathan, komm, ich pack dich ein. Ja, aber guck mal, was du noch an Drückmaterial hast. Ja, da ist echt viel da. Ja, geisteskrank. Mbabu war so stark in dem Spiel. Mbabu mit rein. Und dann gucken wir hier noch mit. Ja, komm, dann mal Baumann mit. So, und jetzt ist es sogar auf eine 91 gefallen. Wir gucken mal. Ja, da geht er auf die 92 hoch. Das wird sich jetzt schnell drücken lassen, ne? Das springt noch nichts jetzt. Da beim nächsten springt es jetzt wieder. Gehen wir gleich hier rein. Ja. Gehen wir auf eine 93. Und das war's auch. Aber 193, was willst du mehr? Ja, ich hätte gerne mal eine 94 mitgenommen. Ja. Schade. Aber mehr ist hier auch nicht machbar dann. Easy peasy. Und das bestätigt, ich glaube, daher kommt die 4-2-3-1, muss genommen werden. Die war gut. Da war die krank. Sag mal her, bringt mir er ja vielleicht noch eine Nummer? Nee. Das ist halt wirklich krank. Eine 193, ist ja, die Messe ist ja schon gelesen, Digga. Das ist ja schon durch. Da kann ich nichts machen. Selbst wenn ich jetzt noch, wenn ich der Ole raushole würde, da kann ich nichts ändern. Mehr geht nicht. Ich muss eine 193. Ich nehme sie auch mit, na, das ist wieder Fettfinger. Bin ich zufrieden mit. Nee, ging ja nicht. Manager ist mir auch egal. Nimm mal hier den Titz nehme ich mit. C-Titz. Wichtig, wenn der Rekord 194 war, dann ist, denke ich, eine 193. Krank. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem selbst, wenn ich jetzt auf die 194 gehen würde, könnte, ist es 1. Ja, das ist schön. Ist 1. Schön. Also das ist ja eigentlich schon, geht gegen 0. Ich könnte halt nur hoffen, jetzt auch auf die 4-2-3-1, wenn ich das gerade so gesehen habe. Aber nochmal ein Schwaff. War das nicht so immer bei FIFA 22? Was? Einer gut, einer schlecht. Immer drauf gehofft auf 4-2-3-1. Da gehe ich rein. Mit Coins gehen wir rein. Was kriege ich? Was hast du gemacht? Ultimativ, ja. So, was haben wir da? Boah. Jetzt sind wir schon entweder hier oder die Dreierkette. Ist halt ein bisschen. Ich probiere mal die Dreierkette, komm. Die Wahrscheinlichkeit geht doch eh gegen 0 so. Ich probier's. Boah. Ribéry Shapeshifter. Franck Ribéry Shapeshifter. Ja, 98 sollte ich vielleicht jetzt nicht liegen lassen gerade. Was haben wir denn hier? Okay. Eto'o. Wichtig für die ZMs hinten dran. Was haben wir denn hier? Okay. Die Natale. Drückt nämlich etwa nach Italien oder was? Was ist da los? Geht die Reise nach Italien? Wie in FIFA 23 sind die RM-Positionen auch immer muck. Immer. Die sind wirklich bei der Formation immer muck. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Jetzt müsst ihr schon überlegen, ne? Ja, Premier League ist eigentlich schon ein bisschen angerissen, ne? Ich bleib mal ein bisschen in der Premier League zu Hause. Ja, okay. De Bruyne! Oh, Pogba, Winter White. Pogba mit Frankreich ist auch nicht so verkehrt. Könnte noch natürlich ein KDB. Ja, boxt mir halt die Mitte direkt eigentlich relativ schon gut durch. Komm, pack mal ein. De Bruyne. Normale De Bruyne. Boah, was haben wir denn hier? Ja, nimm halt mal mit. IVs müssten jetzt vielleicht mal ein bisschen schallern. Sehr schön. Das sieht aber nicht gut aus. Whitey Boy. Was haben wir? Rüdiger Abi. Alter, Zimmermann. Rüdiger Abi haben wir hier am Start. Zimmermann hat man doch, glaube ich, immer gezogen. Oh, Van Dijk, was war denn das? Headliner. Packen wir halt natürlich auch ein. Klare Sache. Ey, gab's dieses Jahr Headliner? Nee, ne? Nee. Hab's gar nicht gebracht. Boah, Manuel Neuski. Gut, ich habe eh keiner, der passt. Also kommt nochmal Manuel Neuer da rein, ne? Sag ich dir ehrlich, 92 steht. Sieht auch nicht verkehrt aus. Vielleicht geht da noch ein bisschen was. Boah, Bellingham, Tucci. So, der ist halt jetzt, den könnte ich mir natürlich jetzt da auch reinklatschen. Tucci wird mir nichts bringen. 96er Bellingham tut natürlich auch weh, liegen zu lassen. Probieren wir es mit dem Bre. Warte, das ist gut, bringt sogar nur minus 1. Minus 1. Jetzt hätte ich halt einen Pockes gebraucht, ne? Mhm. Für in die Mitte wäre nicht so verkehrt gewesen. Also, guck mal weiter. Wir haben hier noch ein paar. Gut, aber ein Pockes war doch da. Boah, noch Premier League. Alter, Suarez. Timber. Ja. Da hättet ihr da was. Der war 90, ja. Wegen Ribéry dann runder Franzose. Ein 96er Suarez kriege ich jetzt halt auch gar nicht mehr durch, ne? Könnt halt noch was suchen, mit dem hier irgendwas zu mauscheln. Aber was will ich mit dem mauscheln? Den halt hinten reinziehen, aber gibt ja noch weniger. Bräuchte ich einen Spanier. Könnte ich mal aufheben, aber als. Ah, war das jetzt so, dass der sogar auf Ding mehr gebracht hat, auf LM? Teste ich jetzt aber, muss sag ich euch, mache ich einen Tester für die. Naja. Minus. Der bringt Minus. Ah, egal. Heben wir uns mal auf den Bre. Dann haben wir hier
RWB und wir haben noch einen RW. Den da vorne rein, der bringt mir halt auch wieder ein bisschen Chemie, ne? Dann habe ich noch hier, aber hole ich halt einen 97er raus, ne? Tut auch ein bisschen weh. Aber es gibt 6 Chemiepunkte obendrauf. Das war eine klare Sache. Was passiert denn hier mit dem Prä hier drüben? Ach, guck, hier hinten bringt der mir sogar nur minus 1, ne? Auch wilde Nummer. Boah, Koulibaly, Mbappé. Bringt mir alles nichts, ne? Aber ein Koulibaly. Auch gute Ratings. Oh, halt. Den kann ich ja mal nach links setzen, ne? Der ist mir so ein bisschen unterlaufen gerade, ne? Da sind wir nämlich da, Digga. Den habe ich beinahe nicht gesehen, denn ich habe eigentlich gute Brecher drin. Das ist halt der hier, reißt mir ein böses Loch ins System, ne? Der reißt mir ein böses Loch in mein System. Aber als Drückmaterial vielleicht auch nicht so verkehrt. Boah, Erling Haaland, Alter, 95. Ist auch auf der 93 dann, Digga. Ich habe keinen Bock schon wieder auf so einen Scheiß stechen. Das wäre ja wirklich krass, ne? Ich habe halt einfach einen 95er Torhüter da hinten drin. Das ist halt auch wirklich big. Packen wir mal ein. Wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen gönnt. Heimingtan. Hier habe ich noch Heimingtan. Der bringt mir jetzt gar nichts. Ich kann jetzt eigentlich auch nur auf die Besten gehen. Hier habe ich noch einen 88er. Der wird mir auch nirgends sowas bringen. Ja, ich klatsche mal den Boomer rein da, ne? Da hätte ich noch einen Franzose. Ja, ich pack ein, ne? Rating, ich pack's ein. Da habe ich noch ein LW, aber den 95er hinten machen wir uns nichts vor. Den werde ich auch nicht mehr rausholen. Da packe ich ein Leao ein und ich habe auch noch gutes Drückmaterial. Ja, das wird auch zumindest auf selber passen. Noch ein Kimmich. 93 kommt der Mann auch safe. Kommt der safe. Jetzt ist halt ein bisschen der Rutscher auch am Start. Der klassische Rutscher. Das ist der klassische Rutscher. Da gibt man nochmal einen Rutscher mit. Oh, das war, Jungs, das wird ein ganz enges Ding, ich sag euch ganz ehrlich. TD und Goalie. Was geht über Goalie nochmal? Das wird eine ganz enge Nummer. Geht auch nichts mehr. Ah, ich bin aber für 90, also glaube ich, dass es nicht langt, sage ich. Das wäre wichtig. Das ist schon die 91, dann ist das halt, aber gab es schon mal, dass es einen Doppelsprung gab so? Boah, es gibt halt mal einen Sprung. Nee. Wichtig. Das gibt die 92 und der hier wird mir jetzt auch keinen Sprung mehr geben wie auf die 93. Nee. Die Sache ist halt, wie werden es, wenn ich jetzt angenommen den hier reinbatsch? Selbst das bringt gar nichts mehr. Ist es der Haaland von City schon? Soll ich mal kurz testen? Ja, testen, ob mal reingeht. Geht halt leider nicht rein, schade. Ich sag, wenn hier noch ein Drücker wäre, ne? Ja, dann hättest du es ganz knapp. So, 91er hier noch und ich wäre durch, sage ich. Okay, aber wir holen ab. Schade, Marmelade, Alter. Vincent Kompany, der ist es als einfach. Als Manager. Egal, aber das heißt, ich kann ans Rad gehen. Einmal, ich muss... Ja, es gibt ja noch einen Switch, aber wir drehen. Es ist der Luftballon. Oh no. Es ist der Luftballon. Wo sind sie? Luftballons! Hier sind sie, ja. Eieieiei. Macht man das? Ich habe da nicht so gute Erfahrungen. Kannst du mir da ein bisschen Erfahrungswerte darüber geben? Spannend ist so eigentlich, denke ich, ne? Ja. Ja, das ist gut. Wie hast du das gemacht? Raus. Warum war das meine Nase? Hast du Schreck auch? Warum war das die Nase? Den würde ich gerne mal im Replay sehen und vielleicht auch kurz anfechten, ne? Es war auf Mund gezielt. Es war auf Mund gezielt. Warum tut mir beides weh? Weil das halt so, weil die so große Schlapperer haben. Digga, ich habe 3 Stück von denen kassiert. Alter, auf die Zinke vorne. Ja, Freunde, wir sind raus. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Wir können nächste Woche auch gerne mal wieder Handicap Blind Draft machen. Digga, sagst du, wisst ihr, die Nase tut mehr weh als im Mund. Es tut mir leid. Was ist denn da passiert? Ich habe gezielt auf den Mund. Ist sie noch dran? Ja, ja, ist noch da. Genau, ob wir das auch mal retro machen sollen oder ob wir ganz normal wieder in FIFA 23 gehen sollen, Freunde. Schreibt es in die Kommentare, wir sind raus, haut's da rein. Der Mann kriegt erstmal eine neue Nase. Ich gucke mir jetzt den Replay nochmal an. Ciao.